Möchte ich inshallah erklären, wie der Islam uns oder beziehungsweise auch was die Wissenschaft, auf was für Verzweigungen die Wissenschaft im Islam basiert oder bei den Muslimen eher gesagt basiert. Das ist erstens der edle Koran. Ja? Zweitens sind es die staatlichen und die gesellschaftlichen Angelegenheiten. Drittens sind es die Erfindungen und die Erforschungen. Und viertens ist es aufbereitetes und weiterentwickeltes Wissen von den vorherigen Kulturen. Durch diese vier Strömungen, durch diese vier Kanäle, durch die vier Adern ist das Wissen erstmal natürlich in der islamischen Welt entstanden, unter dem Dach des Kalifats. Und dann ist dieses Wissen dann auf diesen vier Wegen hier zu uns nach Europa gekommen. Und diese Blütezeit des Islams war wirklich die Zeit des abbasidischen Kalifats gewesen, die Zeit des abbasidischen Systems gewesen. Da werde ich aber inshallah, nachdem ich die vier Bereiche euch mal kurz angedeutet habe, versuchen zu erklären. Wie kommt das Wissen zum Islam? Wo spornt der Islam die Muslime als erstes zum Wissen an? Zweifelsfrei ist es der edle Koran. Der erste Vers, der herabgesandt worden ist zum Propheten Mohammed a.s., auf dem Berg Hira war der erste Vers gewesen, in dem Allah sagt, lies. Iqra. Und da kommt ein Versblock von 5 Versen. Iqra, bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Allazi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Da kommt zweimal das Wort Iqra vor und einmal das Wort Qalam vor. Zweimal lesen, einmal schreiben. Zweimal lesen, einmal schreiben. Das ist das Verständnis des Islams. Lies eine Sache mindestens zweimal durch, korrekt durch, und wenn du es dann gelesen hast, tu es niederschreiben. Wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass der Koran zu den Arabern in einer Zeit herabgesandt worden ist, wo es überhaupt keine schriftlichen Kultur gab. Das haben wir oft in unseren Unterrichten erklärt. Wir reden von einer mündlichen Kultur. Die Araber, die haben auswendig gelernt. Das Auswendiglernen, das kann man heute gar nicht mehr vergleichen mit den Menschen heute. Ja? Der Islam kam, der hat diese Auswendiglernkultur gepflegt und hat auch gleichzeitig eine schriftliche Kultur gebracht. Der Koran ist die erste schriftliche Kultur zur Zeit der Araber gewesen. Ja? Und er berichtet vom Lesen und vom Schreiben und spornt die Menschen in dieser Hinsicht an. Bloß möchte ich hier kurz einen Punkt sagen. Man sagt immer, ja, lies, was du willst. Oder lies auf was für eine Art und Weise, wie du willst. Das stimmt nicht. Denn beim Wort Iqra kommt Iqra bismi rabbik allazi khalaq. Lies im Namen deines Herrn. Wenn du eine Sache liest, tu es in der Einsicht des edlen Korans machen. Weil ansonsten kannst du ein Wissen falsch aufnehmen. Nicht jedes Wissen ist richtig. Vieles Wissen ist falsch. Ja? Heute sagt man, die Welt ist rund. Ja, es gibt nur einige, die sagen, die ist flach. Die Welt ist rund. Ja? Aber bis man auf den Punkt kam, dass die Welt rund ist, wurden hunderte von Büchern geschrieben, dass die Welt halt eine Scheibe ist. Ja? Und dafür gehören auch viele islamischen Gelehrten zu jener Zeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt Razi oder Qurtubi gewesen war. Er berichtet in seinem Buch, dass die Welt ganz klar eine Scheibe ist. Ja? Das heißt, Wissen ändert sich mit der Zeit. Ja? Aber wenn man den Koran richtig studiert oder beziehungsweise erkennt, dann sieht man natürlich, dass das nicht der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz, das Erlernen des Wissens, das Erforschen im Namen des Islams, im Lichte des edlen Korans, wurde schon mit dem ersten Vers des edlen Korans herabgesandt und beziehungsweise die Muslime wurden damit aufgefordert. In den nächsten Suren, die herabgesandt worden ist, das erste ist Alaq, Iqra, in der dritten, vierten Sure, die herabgesandt wird, ist die Sure Al-Qalam. Und Allah schwört auf dem Buchstaben, Nun, Wal-Qalami, Wama Yasturun. Und bei dem Stift, und der lehrt. Das heißt, wieder auf das Schreiben. Das heißt, es ist klar, dass der Islam eine Religion ist, die mit der Wissenschaft so ist. Es gibt nicht den Islam und die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist der Islam und der Islam ist die Wissenschaft. Diese Sachen sind voneinander unzertrennbar. Nicht wie im Christentum im Mittelalter, wo jedes Wissen als teuflische Ketzerei oder als ähnliches dann angesehen worden ist. Das heißt, hier im Koran ist der erste Weg zum Wissen. So kam das Wissen zu den Muslimen. Das zweite ist, ja, das sehen wir zur Zeit des Propheten, beziehungsweise der rechtgeleiteten Kalifen, sind es die staatlichen und die gesellschaftlichen Angelegenheiten. Denn der Islam
kam mit dem Propheten Mohammed a.s. und hat auch ein neues Staatssystem gebracht. Ja, der Prophet Mohammed gründet den ersten islamischen Staat, der so gesehen ein Stadtstaat gewesen war, in Medinatul Munawwara und bringt komplette neue Grundlagen. Ja. Also diejenigen, die sich zum Beispiel darüber bestimmt mehr informieren wollen, die Prinzipien von Staat und Regierung im Islam, das kann ich zum Beispiel hier empfehlen, um eine auf Deutsch mal von Mohammed Assad sich ein bisschen zu informieren. Wie hat der Prophet regiert? Was für Gesetze waren da gewesen? Wie haben das die vier Kalifen gemacht? Und was für Rechte kamen? Ja, das haben wir ja in einem Unterricht angesprochen. Das heißt, die Grundsicherung wurde zum Beispiel gewährleistet. Ja? Es gab Kinderrechte, es gab Frauenrechte, es gab Erbrechte zu einer Zeit, wo es das nicht gegeben hat in der arabischen Kultur. Gab es dies in der europäischen Kultur damals? Nein, gab es auch nicht. Damals war in Europa das Römische Reich herrschend, regieren. Ja? Und es war sogar als unerwünscht angesehen, dass die Frau zum Beispiel bei einem Familienessen mit den Kindern und mit dem Mann zusammen am Essenstisch zusammen isst. Das war unerwünscht. Ja? Von so einer Zeit reden wir. Und im islamischen Staatsgebilde war dies nicht der Fall. Es gab Frauenrechte, es gab Kinderrechte, es gab Grundsicherung, es gab vieles anderes, was es damals in Europa bzw. in vielen anderen Gegenden in der Welt nicht gab. Dann ist es der dritte Punkt, das sind die Erfindungen und Entdeckungen. Ihr wisst ja, im Koran gibt es ja über hunderte von Versen, die mit dem Vers enden, wollen sie nicht begreifen, wollen sie nicht nachdenken. Und der Koran bzw. der Islam sagt dazu den Menschen, denkt nach, denkt nach, denkt nach. Kommt aus rationales Denken. Ja? Wie oft kommt im Koran das Wort Ya ayyuhal ladzina amanu vor? Wollen sie nicht glauben? O diejenigen, die ihr glaubt. Und wie oft kommt der Vers, wollen sie nicht nachdenken? Man kann schon fast sagen, kommt mehr Nachdenken kommt mehr vor als glaubt. Weil durch logisches Nachdenken kommst du auf den Islam, aber auch auf andere Entdeckungen. Im Islam gibt es zum Beispiel, im Koran gibt es den Vers, Kulsiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Reist auf der Welt umher und schaut, wie das Ende der Vorigen gewesen war. Ja? Der Koran sagt zu den Muslimen, reist. Ja? Reisen ist Ibadet. Reisen ist ein Gottesdienst. Hier wird Reise zum Gottesdienst. Warum? Um zu erforschen, wie das Ende der vorherigen Menschen gewesen war. Das heißt, die Architektur bzw. die Archäologie wird hiermit angesprochen. Dann sehen wir zum Beispiel im Leben des Propheten, habe ich hier mitgebracht, Tibbun Nabi, ja, die prophetische Medizin. Das heißt, das ist sehr berühmt, das gibt es auch hier in Deutschland von Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahmatullahi alayhi ist das. Gibt es auch andere Verfasser über Tibbun Nabi. Das heißt, die Medizin, schon zur Zeit des Propheten, wurde gefördert. Ja, so, dass es sogar im Islam einen Bereich gibt, ja, über die Medizin des Propheten. Ja. Das gab es in Europa damals nicht. Wenn Menschen geheilt worden sind, ja, dann hat man sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Zum Beispiel Thema, wie gesagt, die Hexenverbrennung. Und der vierte Bereich des Wissens, also der dritte war Erfindung und Entdeckung von sich selbst. Das heißt, es kommt aus dem Islam selbst, was die Muslime selbst gemacht haben. Der zweite war die staatlichen und die gesellschaftlichen Angelegenheiten, die direkt von der Zeit des Propheten bzw. der vier rechtgeleiteten Kalifen kommt. Ja? Zum Beispiel der zweite Kalif Umar ibn al-Khattab, was hat er gemacht? Er hat zum Beispiel eine Polizeistation in Medina gegründet. Die erste Polizeistation in dem Sinne, ja, gab es zur Zeit des Kalifen Umar ibn al-Khattab. Ja? Das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Da hat man natürlich in Europa nicht mal davon träumen können, weil es überhaupt sowas nicht gab. Und das Erste war natürlich gewesen, dass der Islam selbst aus den Quellen direkt sagt, ihr müsst lernen, ihr müsst erforschen, ihr müsst dies machen. Das Vierte und das Letzte ist, so als Überflug, ist es aufbereitetes und weiterentwickeltes Wissen von alten Wissenschaften. Ja? Es gab zum Beispiel, als der Islam sich verbreitet hat in die Welt, nach den Emeviten bzw. mit den Abbasiden, dass andere Kulturen in Islam kamen. Das waren zum Beispiel die Inder gewesen, das waren die Perser gewesen und die Griechen auch mit ihrer Philosophie. Und was hat der Islam gemacht? Dieses Wissen hat der Islam genommen und er hat das ins Arabische übersetzt. Er hat das gefiltert und hat eine komplett neue Wissenschaft rausgebracht. Aber er hat ihn nicht entdeckt. Das heißt, vorheriges Wissen wurde durch die Araber, durch die Muslime genommen und aufgefrischt, ja,
und in den Vordergrund gebracht. Zum Beispiel die Zahlen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man sagt heute, das sind arabische Zahlen. Ja? Das stimmt, aber stimmt nicht ganz, weil die Zahlen, die kommen eigentlich aus dem Indischen. Die Araber haben die Zahlen nicht erfunden, die kommen aus dem Indischen. Bloß die Araber, die haben aus den Zahlen mehr gemacht als die Inder selbst. Die haben sie weiterentwickelt. Zum Beispiel haben sie die Null erfunden, Sifr. Die Inder hatten kein Sifr, die Inder hatten keine Null. Aber die Araber haben die größte Erfindung gemacht, in dem Sinne die Muslime, und haben die Null erfunden. Ja? Und ja, es ist sehr wichtig. Die Null an sich hat keine Bedeutung. Wenn du aber eine 1 links von der Null machst, ist es 10. Wenn du 2 Nullen dahinter machst, ist es eine 100, 1000 und unendlich. Ja? Und die Null haben sie als einen Kreis gebildet. Das heißt, das ist das Nichts. Oder gleichzeitig aber auch die Unendlichkeit. Ja, das ist vielleicht, hört sich für uns heute im 21. Jahrhundert so Dings an, es hat aber eine ganz große, ganz großen Einfluss gehabt. Ich denke, wenn wir schauen, dass heute ein PC eigentlich mit 1 und mit 0 nur funktioniert, nicht mit 2, 3, 4, ein PC funktioniert mit 1 und mit aus, mit 1 und mit 0. Da fällt mir der Spruch von Imam Ali, Karamallahu wajh alayh, Al-ilmu noktatun kasar al-jahilun. Das Wissen, die Wissenschaft ist ein Punkt, aber die Unwissenden haben es zerteilt. Ja? Und so ist es auch wirklich der Fall gewesen. Das heißt, das sollte man nicht unterschätzen. Ich denke, das ist auch eins Haupt der Gründe, dass der islamische Kalender im Jahre 622 mit dem ersten Jahr anfängt und nicht mit dem Jahre 0. Normalerweise müsste das Jahre 622 das Jahr 0 sein. Ja, es ist 0. Da hat ja der islamische Kalender ist ja begonnen. Fängt aber nicht mit 0 an, der fängt mit 1 an. Also da müsste man normalerweise so denken, im Jahre 622 ist ja die Hijra passiert. Aber wenn man das so sieht, ist es ein Jahr vorher passiert. Warum ist es ein Jahr, die Rechnung, zurück? Weil es die Null nicht gibt. Oder da die Null nicht gab. Aber die kam dann später. Deswegen sollte man das Thema mit der Null schon nicht unterschätzen.